Wir begrüßen euch, liebe Gotteshausfreunde, zu diesem besonderen Abend, in diesen besonderen Tagen, in dieser besonderen Zeit. Ja, Amen. Herzlich willkommen. Ja, wir sind in einem besonderen Zeitfenster angekommen und in dieser Woche haben viele von euch unsere, unseren Gruß für diese Festtage bekommen. Und ähm, eine ganz besondere Karte, die einfach unsere Zeit jetzt beschreibt. Dunkelheit umgibt die Erde, Finsternis bedeckt die Völkerschaften, aber über dir geht das Licht auf. Jeshua Hamashiach, er kommt. Wenn du diese Karte noch nicht bekommen hast und sie gerne bekommen würdest, kannst du uns anschreiben und wir schicken sie dir noch zu. Auch ist sie gültig für nächste Woche, übernächste Woche in einem Vierteljahr, denn jeshua ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Halleluja. Was wir auch tun wollen, ist, uns an hier dieser Stelle herzlich zu bedanken für alle eure Zuschriften zu uns. Alle Päckchen, alle Grüße, alles, was ihr uns an Freude und an dank zugeschickt habt. Das war wirklich besonders und manches werden wir erst vielleicht morgen oder übermorgen lesen und uns daran freuen. Und natürlich an jeder finanziellen Unterstützung für den Dienst. Halleluja, Richtig. das ist genau. natürlich ein gigantischer Segen. Richtig. Halleluja. Wir sind gesegnet. Yes. Eine Sache, die ich gerne noch mal ansagen möchte, ist wir starten das Jahr 2023 mit einem Schofa-Einsatz. Yes. Ganz cool. 1.1.23 im Laufe des Tages, so irgendwo zwischen 9 und 16 Uhr, sage ich mal. Hello. Da ähm, werden wir einen Schofa-Einsatz haben. Dezentral, also wieder mit einer Proklamation, die wir rumschicken, wo man dann eben allein oder mit ein paar Freunden sich rausmacht auf den Bergespitze oder so und da einfach das Jahr 2023 mit Schofa-Gebet und Proklamation beginnt. Und äh, heute in einer Woche werden wir da auch noch ein paar weitere genau. Infos drüber geben. Ja. Wenn du nicht sicher bist, ob du bei diesem schofa schon dabei bist, schreib uns einfach ein Mail, dann nehmen wir dich auf jeden Fall mit da noch drauf. Also, ja. was wir auch mit der Einladung aussprechen, das wollen wir immer wieder erwähnen: Auch die Beter sind dabei. Herzlich willkommen. Es ist wichtig, dass wir das im Gebet mit begleiten. Und auch, wenn ihr möchtet, dass ihr Abendmahl mitnehmt und ja, mit dem ist, Abendmahl ja. in dieses neue Jahr schon rein startet. Amen. Das ist eine besondere Geschichte und ähm, die wollen wir wahrnehmen. Ja, also wie gesagt, äh, plan das ein für den 1. Januar und weitere Infos gibt es in Kürze. Yes. Dann noch äh, eine kleine Info für alle Leute, die gerne lesen. Ja, ja ähm, die Autobiografie von Reinhard Bonke im Feuer Gottes. Äh, das ist ein Buch, das ich wirklich verinnerlicht habe, ja. weil ich vor doch etlichen Jahren schon es äh, übersetzt habe. Ja, und das ist ursprünglich in Englisch geschrieben, wurde dann auf Deutsch übersetzt mit, ja, viel Herzblut von mir. Und dieses Buch kostet aktuell 1990 und der Verlag hat mitgeteilt, dass es ab 1. Januar eine Preissteigerung von Immerhin äh, gut, also etwas über 25% geben wird. Solltest du also überlegen, ob du dieses Buch dir irgendwann mal kaufen willst, kauf es jetzt, da hast du es auf jeden Fall noch in diesem Jahr äh, doch spürbar günstiger. Ähm, einfach Einladung, Information, wenn dich das interessiert, besorgst dir noch jetzt. Solange die Bestellungen eingehen in diesem Jahr 2022, kriegst du es auf jeden Fall noch zu diesem Alten Preis. Genau, plus Versand. Und eigentlich ein Mann, dessen Biografie uns wirklich inspiriert hat, dessen Leben uns inspiriert hat und der wirklich mit dem Feuer Gottes unterwegs war. Amen, wirklich. Ein so, und jetzt bin ich sehr gespannt. Mann. Ja. Kommen des Messias, Licht, Herrlichkeit, Dunkelheit, genau. was du uns zu sagen hast. Richtig, wir wollen gleich eine Grundlage legen aus einem prophetischen Wort von Jesaja schon lange 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 zurückliegend, aber dieses Wort richtet sich aus auf den der kommen wird, auf den der alles in sich tragen wird, was für Zeit und Ewigkeit gültigen Bestand haben wird. Wir lesen in Jesaja 60 Eins bis drei, diese besonderen Worte, die auch Jesus später wiederholt, als er da ähm, unter den Gelehrten gewesen ist. Und ähm, wir wollen jetzt auf diesen Text hören. Der Geist des Herrn Yahweh ist auf mir, denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu verkünden zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck, Statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein rohes Gewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes, dass er sich durch sie verherrlicht. Was für eine Vorausschau, was für ein Vorausschatten für den Messias, der kommen würde. In einer Zeit, die sehr herausfordernd gewesen ist, eine Zeit, in der Gott seine Propheten gebraucht hat, dass sie die gute Nachricht schon verkünden, obwohl es noch dauern würde, bis sie zu sehen wäre. Ich habe heute meinen, meinen, meine Predigt überschrieben mit dem Titel Wenn der Himmel die Erde berührt das ist mir ein ganz ganz wichtiges Anliegen denn wir lesen ja gerade in Jesaja diesen Propheten des alten Bundes wie er zu seiner Zeit einen gewaltigen einmaligen großartigen Kairos Zeitpunkt Gottes ankündigt wir lesen denn uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Diesen Vers kennst du. Lass dein Herz mit den Attributen erfüllen von diesem Gott, der sich offenbart hat in Jesus Christus. Jesaja sagt hier nicht, es könnte sein, eventuell, vielleicht kommt einer, sondern er sagt, uns ist. Er spricht dieses große Ist des Planes Gottes in unser Leben hinein. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Dieser große Zeitpunkt, dieser Tatbestand, der alles veränderte, auch für dich und für mich. Das, was Jesaja vorausschattend gesehen hat, es hat für dich und für mich heute Auswirkungen. Und hat uns diese rettende und heilende Botschaft des Messias gebracht. Er, Jeshua Hamashiach, er wird wiederkommen. Er wird kommen in Pracht, in Macht, in Herrlichkeit, in Majestät. Er wird als König wiederkommen und seine Herrschaft demonstrieren. Ist das nicht Grund genug für dich und für mich, dass wir jubeln, dass wir uns freuen, dass wir sogar jauchzen, dass wir singen, dass wir unserem Herzen in einer Freude Luft machen, dass wir begeistert sind über das, was Gott getan hat. Wisst ihr, manchmal denke ich, unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Empfindungen sind so abgekühlt, schon so distanziert, so verstandesgemäß eingerichtet, dass viele dieser dramatischen Aussagen der Propheten, diese prophetischen Worte im alten Bund, dass wir das schon gar nicht mehr so wahrnehmen, was daraus folgte, was daraus an Ereignissen, in die Weltgeschichte hineinkam und etwas völlig Neues hervorgebracht hat. Wir haben uns so daran gewöhnt, wir haben uns so eingerichtet mit den ähm, biblischen Aussagen, mit den Berichten, wir kennen die Happy Ends, wir, wir kennen das, was wir schon oft gehört haben, aber wir ähm, bleiben manchmal bei diesem, ja, das kenne ich schon, stehen. Und wir verpassen es uns hinein hineinreinzudenken, hineinzuempfinden in Personen, in Worte, die Gott gesprochen hat, in Abläufe, in Dinge, die da waren und die sich verändern würden. Der Prophet Zachariah, der gibt dem Volk Gottes auch noch dieses zu erkennen. Und es ist fast wie ein Auftrag auch an uns. Zachariah 9, Vers 9 sagt uns, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und... Auf einem Esel reitend und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Hier allein schon in diesem Wort siehst du diesen großen Spannungsbogen, der uns hier berichtet wird, nämlich, dass ein Gerechter kommen wird und er wird auf einem Esel, auf einem Fohlen wird er einreiten. Das ist der Bericht, den du später im Neuen Testament wiederfindest, als Jesus in Jerusalem einzieht und die Menschen ihm zujubeln und sagen: Hosanna dem, der da kommt. Juble, jauchze, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Juble, jauchze, dein König kommt zu dir. Jesus ist geboren, er ist der Grund unserer Hoffnung. Juble, es ist das Fest, was wir jetzt feiern, ein Fest deiner eigenen Freude, deiner eigenen Dankbarkeit über Gottes Plan, den er für dein Leben hat. Der Gerechte, der Helfer ist für dich gekommen, für dich und für mich. Brauchst du jetzt gerade einen Helfer? Dann brauchst du einfach dieses Nach ihm greifen, nach seiner Hand greifen, einfach ein Wort zu finden, Herr hilf mir. Und er wird dich nicht zurückweisen. Brauchst du mehr Gnade, mehr Wahrheit? Er ist gekommen im Fleisch der eingeborene Sohn des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Als es zu diesem einzigartigen Moment Gottes kam, berührte der Himmel, die Erde und die darauf wohnten. Der Himmel wurde aufgerissen und eine Engelsarmee kam jubelnd und singend. Und preisend, denn gerade jetzt hatte Jahweh diese lang verschlossene Tür aufgetan in Kraft und Herrlichkeit und es strömte auf die Erde, es kam Licht für die, die im Dunkel waren. Jahwe hatte diesen Auftakt, diesen Paukenschlag auf, ausgelöst, der den ganzen Himmel erfüllte. Jubel, Singen, Proklamation, Übereinstimmung, Licht erfüllten diesen ganzen Himmel, so dass er ähm, ein anderer Himmel war, ein neuer Himmel. Etwas war vollkommen neu geworden. Und es wird wieder solch einen Tag geben, es wird wieder solch ein Ereignis geben, es wird wieder dazu kommen, dass der Himmel sich öffnet und der Menschensohn wird kommen und alle werden ihn sehen. Dann wird es heißen, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Das liest du in Offenbarung 5 das wort jawes und sein lebendiger oden den er in den anbeginn von allem gesprochen hat brachte leben hervor es war der gleiche oden den er seinem erwählten eingeborenen sohn schenkte und ihn jesus selbst zum wort macht das wort wurde fleisch und wohnte unter uns. Das war Gottes Kairos Zeitpunkt, damit wir wieder in eine Beziehung zum Vater haben können, damit wir wieder eingefügt werden in diese Beziehung zu Gott. Wenn du das Wort Gottes betrachtest, dann wird durch die Kraft des Heiligen Geistes dein geistliches Sehen, dann werden deine geistlichen Herzensaugen geöffnet und du kannst das Wort, du kannst Yeshua Hamashiach sehen, du kannst ihn hören und du kannst dich freuen an Gott, deinem Heiland. Lass uns einen Blick auf diesen gewaltigen Beginn von Gottes Plan werfen. Wir lesen in Lukas 2 davon, wie es dazu kam, dass das Wort Fleisch wurde. Du und ich, wir wären ja nicht hier zusammen, wenn unser Leben nicht von diesem Ereignis bestimmt und ausgerichtet worden wäre. Lass Dankbarkeit darüber. Lass Dankbarkeit in diesen Festtagen da aufströmen, lass es herausströmen, lass Dankbarkeit aufsteigen in deinem Herzen und dich erfüllen über das, dass Jeshua Hamashiach in dein Leben gekommen ist. Gott sucht immer willige Gefäße, damit er seine Pläne und Absichten erfüllen kann. Wir lesen in den Texten von Lukas 1 und 2 diesen Beginn. Da lesen wir von Maria, die solch ein williges Gefäß wurde. Ein Engel besucht sie und verkündet ihr eine nie dazu äh, noch nie dagewesene, ähm, äh, wie soll ich sagen, ein nie dagewesenes Ereignis, ein Werk Gottes, was er mit ihrem Leben verbindet. Und zwar kommt ein Engel zu ihr und sagt: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria reagiert bestürzt auf diese ganze Situation. Plötzlich unvorhergesehen, ungeahnt, umgab sie dieses übernatürliche Licht, verstehst du? Es war nicht so, dass man zusätzlich ein Öllämpchen dahingestellt hätte und es ein bisschen heller geworden wäre, sondern es kam dieses Licht vom Himmel, was den Engel begleitete, dieses übernatürliche Licht in dieses ganz normale Leben von Maria, in diesen Alltag, in dieses, wo sie gerade da war, wo sie stand oder saß oder was. Sie gerade dachte es kam dieses Licht das den engel begleitete und das Licht des himmels umleuchtete sie als der engel seinen Auftrag zu Ende ausführt du hast Gnade bei Gott gefunden Gnade bei Gott gefunden hey was für eine Aussage wenn du Gnade brauchst wende dich an den der selbst die Gnade ist Wende dich an Jesus, wende dich an den Heiligen Geist, wende dich an Gott den Vater, denn du bist jemand. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann hast du Gnade bei Gott gefunden. Dann gehörst du dazu, zu den begnadeten Leuten. Dieses Wort bedeutet hier nämlich in diesem Zusammenhang jemand, angenehm oder annehmbar, liebenswert zu machen, bevorzugt sein, mit Gnade beschenkt, begnadigt zu sein, begnadigt zu sein. Du bist begnadigt, weißt du, wenn du das Opfer von Jesus angenommen hast und das Blut der Vergebung angenommen hast für deine Schuld, für deine Sünde, dann wird dir Gnade geschenkt weil der Preis bezahlt wurde. Maria empfing diese besondere Gnade von Gott, dass sie Jesus Christus in ihrem Mutterleib austragen sollte. Wusstest du, dass Gott uns freundlich mit seiner Gnade, mit seinem Sohn, mit dem eingeborenen Sohn, mit dem Retter beschenkt hat? In Matthäus 1, Vers 23, da lesen wir, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Und es wird Maria auch gleich die Bedeutung dieses Namens und des Auftrages gesagt, den Jesus der Sohn haben würde. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Israel herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Was für eine Ankündigung, wenn du dir das vorstellst, wie das so in dieser Szene gewesen ist. Was für eine Ankündigung für diese junge Frau. Und auf die Frage von Maria, wie das denn geschehen könnte, einfach so dieses, dieses Große, sie konnte das ja erst noch gar nicht fassen. Da lesen wir, dass der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und nun die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das auch das Heilige sein, das Heilige heißen, was geboren wird. Es wird Gottes Sohn genannt werden. Aber Ihre Frage hatte noch einen ganz anderen Hintergrund. Im Natürlichen, also ganz im Natürlichen betrachtet, befand sie sich ja in einer etwas äh, herausfordernden Situation, ein bisschen schwierig, denn sie war ja mit Josef verlobt. Wie würde das jetzt irgendwie zusammenpassen? Denn du musst dich daran erinnern, verlobt damals bedeutete nicht nur ein stilles Übereinkommen zwischen zwei Personen, sondern es war eine rechtlich verbindliche Angelegenheit. Es war der Brautpreis bezahlt, es war alles aufgeschrieben, es waren die Verlobungsgeschenke gegeben, es war alles versprochen und besiegelt. Wenn ein Bräutigam dies getan hatte, dann war in Israel die Ehe schon rechtsgültig geschlossen, obwohl die Braut noch nicht bei ihm, bei ihrem zukünftigen Mann lebte. Bei der Hochzeit, bei dieser eigentlich dann folgenden Zeremonie, bei der Hochzeit wurde dann die Frau in das Haus des Mannes gebracht und von diesem Augenblick an war die Eheschließung auch persönlich und ganz im natürlichen geschlossen. Das war etwas, was ja auch in diesem Bericht mitschwingt. Es ist nicht einfach so, ja Maria wurde schwanger und dann gab es das und dann das und dann das. Nein, so war es nicht. Und schauen wir mal kurz auf Josef, diesen versprochenen verlobten Mann von Maria an ihrer Seite. Auch für Josef war ja die Situation durchaus dann herausfordernd. Er seinerseits wollte nämlich dann, als er bemerkt hat, dass Maria schwanger ist, er wollte sie nicht bloßstellen und hat das deshalb beschlossen, sie heimlich aus diesem Bund der versprochenen Ehe zu lösen, sie zu entlassen und dann einfach das ähm, aufzulösen. Nun, an dieser Stelle, in diesen Berichten von der Bibel, würde ich sagen, aber der Herr. Er brauchte nicht nur Maria als ein wohlgefälliges Gefäß für seine Pläne und Absichten, sondern er brauchte auch Josef an ihrer Seite. Während sich Josef also dieses Ding überlegt, wie er sie heimlich entlassen könnte, wie er sich da Gedanken macht, da erschien ihm ein Engel, auch ihm erscheint ein Engel im Traum und gibt ihm Bestätigung und Auftrag zugleich. Nämlich der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das kannst du lesen in Matthäus 1, 19 bis 21. Eine sehr bemerkenswerte Stelle mit einer sehr bemerkenswerten Situation, sodass Josef sich anders orientieren kann, anders entscheiden kann. Wir alle wissen ja, wie dieser Bericht dann weitergeht, aber weißt du, für die Leute, die mittendrin sind, für diese Personen, für sie war das keine leichte Sache. Wir lesen davon, dass Maria ja das Kind in einem Stall zur Welt bringen würde und es in Windeln wickeln würde und in eine Futterkrippe legen. Sie würde selbst später erleben, wie Jesus am Kreuz stirbt, wie man ihn in Tücher wickelt und in ein Grab legt. Und hier ist ein besonderer Gedanke, der... Mich da beschäftigt hatte, gerade wenn es äh, um Dinge geht, die in der Bibel detailgetreu beschrieben werden und du denkst, warum steht das eigentlich da? Aber hier habe ich so empfunden: guck, es heißt, Maria wickelte das Kind in Windeln und legte es in eine Krippe. Und hier heißt es in dem Text bei, der, äh, bei den Berichten der Kreuzigungsgeschichten, dass die Jünger zum Zeitpunkt, zu diesem Kairos-Zeitpunkt Gottes, die Grabtücher finden werden. Johannes 20, Vers 5 bis 7 berichtet das. Da kam Simon Petrus ihm nach, also dem anderen Jünger, und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern le liegen sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Hier hast du wieder diese Betonung von diesen Tüchern, von dem eingewickelt sein, von dem, ähm, was man unversehrt halten wollte. Kannst du dir eigentlich diese Ereignisse um, diese, um diesen Bericht vorstellen? Ist es nicht interessant, dass die Bibel, in unseren Augen diese kleinen Details erwähnt. In dem Verlauf mit der Begegnung des Engels mit Maria, da sehen wir, dass der Engel Maria stärkt. Und zwar gibt er ihr die Anweisung oder die, ähm, wie soll ich sagen, er gibt ihr diesen Tipp, dieses, was sie wirklich mit ihren Augen sehen wird. Denn er sagt zu ihr: Elisabeth, deine Verwandte, Sie ist auch schwanger. Sie wird ebenfalls ein Zeugnis haben über die wunderwirkende Kraft Jahwes, dass sie in ihrem Alter einen Sohn gebären würde. Und Maria antwortet dann dem Engel mit einem Statement, was mich immer erstaunt und wo ich immer denke, oh Herr, lass mich wirklich diese Haltung auch haben in Dingen, die du mir vorlegst, die du von mir haben möchtest, wo ich mit dir unterwegs sein soll. Denn Maria antwortet, und das lässt uns ihre große Hingabe und ihren Glauben an Gott, lässt uns das erkennen. Sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Wenn ich mir das so angucke, dann denke ich mir, was für eine erstaunliche junge Frau muss Maria gewesen sein. Ich bin die Magd des Herrn, antwortet sie. Das bedeutet eigentlich, dass sie gott völlig ergeben war als Dienerin und hier in diesem eigentlichen Sinn von diesem Text von diesem Markt des Herrn das bedeutet Sklavin sie hat ihren eigenen willen in den willen gottes hineingegeben sie hat nicht irgendwie gezaudert und gezögert und gesagt na ja, das muss ich mir aber erstmal überlegen ob ich das will sondern sie hat gesagt mir geschehe nach deinem wort Sie vertraute Gott selbst in diesem Moment, von dem sie nicht wusste, wie sich das entwickelt, wo sie nicht erahnen konnte, nicht nachempfinden konnte, nicht abgleichen konnte mit etwas, was schon mal sie erlebt hatte oder was jemand anderes erlebt hatte, und sie konnte von niemandem einen Rat über diese Sache bekommen. Noch nicht mal, von jemand der es wirklich vielleicht auch gut mit ihr meinte vielleicht hatte sie gar nicht sich vorstellen können dass es manchmal nur die zweisamkeit zwischen ihr und gott geben würde geben könnte weil die ablehnung und das unverständnis all derer die um sie waren zu groß sein würde herr du weißt Herr, du bist am Wirken. Das ist dein Werk, wie ich meinen Leben zur Vollendung bringen werde. Sie setzt Glauben in ihrem Herzen frei, der sich in den göttlichen Willen, in diese göttliche Absicht hineingab und wurde dieses Gefäß, das Gott verwenden konnte. Aber wusste sie, Konnte sie ahnen, wie dieses Kind, das sie zur Geburt bringen würde, nicht nur sie, sondern für alle Menschen eine Veränderung bringen würde? Dass auch sie irgendwann sein reinigendes, sein befreiendes Blut in Anspruch nehmen müsste, seine Vergebung haben musste für ihre Schuld, für ihre Sünde, damit sie ewiges Leben haben könnte? Wusste sie das? In den letzten Tagen habe ich immer wieder ein Lied gehört, was wir dir auch als Link hier in den Beschreibungstext eingefügt haben. Dieses Lied wurde veröffentlicht jetzt von dem Dienst in Israel, Won für Israel. Und es ist das Lied, was sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Wusste Maria denn, wen sie da zur Geburt bringen würde? Und ich lese dir dieses Lied vor in dieser deutschen Übersetzung, damit du das einfach ein bisschen nachspüren kannst. Der Titel heißt auch so: Maria, wusstest du? Und das heißt dann hier: Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge eines Tages auf dem Wasser laufen würde? Wusstest du, dass dein. Kleiner Junge unsere Söhne und Töchter retten würde? Wusstest du, dass dein kleiner Junge gekommen ist, um auch dich neu zu machen? Dieses Kind, das du zur Welt gebracht hast, wird auch dich erretten. Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge einem blinden Mann das Augenlicht schenken wird? dass er den Sturm mit seiner Hand beruhigen würde? Wusstest du, dass er auf den Spuren der Engel wandelte? Wenn du dein kleines Baby küsst, dann küsst du das Gesicht Gottes. Maria, wusstest du das? Die Blinden werden sehen, die Tauben hören, die Toten werden wieder lebendig. Die Lahmen werden springen, die Stummen werden das Lob des Lammes sprechen. Maria, wusstest du, dass dein kleiner Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist? Wusstest du, dass dieser Junge eines Tages über die Nationen herrschen würde? Wusstest du, dass dein kleiner Junge das perfekte Lamm des Himmels ist? Wusstest du, dass das schlafende Kind, das du im Arm hältst, der große Ich bin ist, Maria, wusstest du das? Damit endet dieses Lied, ein sehr ähm, bewegendes Lied. Wenn der Himmel die Erde berührt, dann passieren Wunderzeichen am Himmel. Lobt der Engel, all das wird auf der Erde Gottes Absichten in Bewegung bringen. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Diesen Satz, kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das liest du genau in diesem Bericht um die Geburt von Jesus in Lukas 1, 37. Ist es nicht interessant? Und das ist jetzt hier mein zweiter Punkt von der Beachtung in diesen ganzen Abläufen um diese Geburt von Yeshua. Ist es nicht interessant, dass den Hirten auf dem Feld zuerst die gute Nachricht, die Freudenbotschaft verkündet wird? Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Was für ein prophetisches Bild! Oft wird berichtet, dass die Hirten so eine Randgruppe gewesen sind, so. Bisschen ungebildet, bisschen unterprivilegiert, unwissend, einfache Leute eben. Diese Meinung teile ich nicht und ich möchte dir helfen, eine etwas andere Sicht auf diese Dinge zu bekommen. Unser Vertrauen in Gott wird zunehmen, wenn wir uns in sein Wort vertiefen, wenn wir die ähm, gewaltigen ähm, Absichten seiner Pläne ähm, verstehen, wenn wir uns darum kümmern, wenn wir dann tiefer reingehen, wenn wir das studieren. Lass dir in diesen Tagen, die du vielleicht jetzt hast, wo du ein bisschen Ruhe findest, lass dir damit dienen, dass du in der Tiefe des Wortes Gottes wirklich den Segen empfängst. Kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort wird wieder leer zu ihm zurückkommen, sondern es wird bewirken, zu dem es ausgesandt ist. Es trägt sein göttliches Ziel, seinen Samen, seine Kraft, alles, was in diesem Wort Gottes ist, wenn es ausgesendet ist. Es wird etwas hervorbringen und es wird nicht leer bleiben. Die prophetischen Worte, die Gott gegeben hatte, sie würden sich mit Sicherheit Erfüllen. Das sehen wir immer wieder in den Vorschattungen der Propheten im Alten Bund. Jesaja, Jeremia, Micha, Zephania, alle diese haben vorausschattend das Wort Gottes verkündet. In einer Zeit, in der sie nichts davon gesehen haben, sich das noch nicht mal wahrscheinlich vorstellen konnten. Und so wird uns hier auch in diesem Verlauf dieser dieses Berichtes um die Geburt von Jesus wird uns auch berichtet, dass er in Bethlehem geboren wird. Und gerade dieses mit Bethlehem, das ist eine Beschreibung, ein, ein, ein prophetisches Wort, was der Prophet Micha in seiner Vorankündigung erwähnt. Micha 4, Vers 8. Und du Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir. Wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalems. Ein eigenartiges Wort, was wir so eigentlich gar nicht verstehen und einordnen können. Aber wir wollen uns da noch ein bisschen mit beschäftigen und ein bisschen tiefer schauen, denn ein Kapitel weiter wird uns in Micha 5, Vers 1 davon berichtet, ähm, von einem anderen Wort, was sich ganz eng damit zusammenschließt. Da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang vor und von Ewigkeit her gewesen ist. Der angekündigte König und Messias wird nicht nur aus Bethlehem kommen, sondern es wird ein ganz bestimmter, ein ganz besonderer Ort uns hier genannt. Bethlehem Ephrata. Das war ein landwirtschaftlich wichtiger Teil um Bethlehem herum. Und zwar nennt sich dieser landwirtschaftliche Teil Migdal Edel, denn auch in der zweiten Bedeutung Turm der Herde. Ganz Besonders ein seltsamer Begriff für eine Beschreibung einer Geburt. Migdal Edel, der Turm der Herde. Er bezeichnet dieses wichtige Feld, das David gehörte, sein Eigentum war, wo er schon Tafel wahrscheinlich gehütet hatte. Und dieses besondere Landstück hatte David für etwas ganz Besonderes vorgesehen, nämlich, dass auf diesem Landstück, diese besondere Herde mit den besonderen Schafen geweidet werden sollten, quasi aufgezogen werden sollten. Es war diese Herde mit den Lämmern, mit den Schafen, die für das Opfer gebraucht werden sollten. Das bestgepflegteste Feld im ganzen Umkreis war das wahrscheinlich. Davids Herzensanliegen, das musst du dir wieder in Erinnerung rufen, sein Herzensanliegen war es, Gott in der Stiftshütte, im Tempel, in Jerusalem ganz dicht bei sich zu haben. Und in seinen Vorbereitungen für dieses alles mit den Opfern brauchte er diese besonderen Schafe. Du erinnerst dich bestimmt an die Opfervorschriften im Alten Testament und dann weißt du, dass es ja auch bestimmte Vorgaben gegeben hat für die Schafe, die geopfert werden durften. Hier in Migdal-Edel, in dieser Gegend, in diesem, auf diesem Feldturm der Herde, wurden keine gewöhnlichen Schafe gehütet. Diese Schafe, die hier gehütet wurden, die hier aufgezogen wurden, sie mussten perfekt sein. Perfekt. Nicht nur vor Raubzügen mussten sie bewacht werden, sondern das Bewachen bezog sich auch auf die Qualität der Schafe. Denn nämlich ein Knochen gebrochen war, wenn irgendein Fehler an dem Schaf war, irgendein Makel gefunden wurde, wurde dieses Lamm als unkoscher empfunden, also als unkoscher betrachtet und kam nicht mehr für das Opfer beim Passa äh, in Betracht. Es durfte nicht mehr zugelassen werden. So wie irgendetwas daran nicht so war, dass es der Vollkommenheit entsprochen hat, dann wurde es nicht zugelassen. Und hier erinnerst du dich. Jesus ist das vollkommene Lamm geworden für uns alle. Jesus hatte keinen Fehler. Er war ohne Sünde. Er war ein Mensch wie wir und wurde in den Gebärden als Mensch erfunden. Ja, aber ohne Sünde. Und das ist das, was hier im Bild gesprochen mit diesen Schafen passiert ist. Es durfte nur makellos sein. Wir lesen in Lukas 2, Vers 8 dass Hirten auf dem Feld waren und nachts Wache hielten über die Herde. Das war sehr wichtig. Dieses Wachehalten wird uns hier beschrieben als etwas, was ähm, sehr, sehr wichtig war. Nicht nur damit keine Raubtiere kamen, sondern dass die Herde geschützt war. Diese Hirten, die da auf dem Feld waren, bei Bethlehem, Sie waren die ersten, die die Ankündigung vom Himmel erhielten, diesen Paukenschlag Gottes, diesen Gesang der Engel hörten, von diesem übernatürlichen Licht Gottes umgeben waren, umleuchtet waren. Sie waren die gleichen, die für das Passalam und die Herde verantwortlich waren. Musst wissen nach rabbinischer Tradition wurde der Priester an jedem hochheiligen Tag von Jerusalem nach Migdal Edel geschickt dem priesterlichen Turm und er kam um das Lamm vor dem großen Tag zu inspizieren. Das Lamm musste rein und ohne Fehler sein. Dann würden sie das Lamm in eine Krippe legen. Nach der Inspektion wurde das Lamm in Windeln gewickelt und zum Opfer nach Jerusalem gebracht. Was für ein eigenartiges ähm, Vorgehen, was für eine eigenartige Situation. Sie wickelten das Lamm ein, anstatt es mitzunehmen. Und das passierte, um sicherzustellen, dass das Lamm auf dem Weg zum Tempel wirklich geschützt war, dass ihm nichts passieren würde. Denn wenn das Lamm vielleicht dem Priester hingefallen wäre oder sich verletzt hätte, dann wäre es nicht mehr möglich gewesen, dieses Lamm zu opfern, damit die Sünde des Volkes vergeben werden konnte. Das musst du dir vorstellen. Dieses Lamm Gottes in Jesus Christus fehlerlos wurde zu seiner Geburt in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt und es wurde später geopfert als ein fehlerloses, gottwohlgefälliges Opfer. So wurde Jeshua eigentlich in diesem landwirtschaftlichen Bezirk, in diesem Zentrum, wo die Schafe gezogen wurden für das Opfer geboren und die Hirten waren die ersten, die dieses Kind in der Krippe gefunden haben. Ist es nicht erstaunlich, dass es genau diese Hirten waren, die in dieser heiligen Nacht auf Jeshua aufpassten? Ist es nicht erstaunlich, dass jedes Wort, das Gott spricht, jede Verheißung, dass es sich erfüllt und noch viel mehr. Jesus wurde selbst zum Hirten. Das war mir in der Betrachtung dieser Verse auch wichtig. Ist es nicht ein geniales, prophetisches, vorausschauendes Wort, ein Bild, was Jesus selbst als den guten Hirten bezeichnet? Er, der Hirte für seine Schafe, er, der Hirte, der für seine Schafe sorgen würde. Er war nicht ein Mietling. Weißt du, der Mietling, das ist einer, der die Schafe nur ähm, quasi vorübergehend behütete. Aber wenn Gefahr kam, dann war es so, dass der Mietling weggelaufen ist. Bei dem Hirten ist es ein anderes Bild. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe folgen mir, sie hören meine Stimme und ich gebe ihnen ewiges Leben. Er selbst stellte sicher, dass wir als seine Schafe von ihm geleitet sind, seine Stimme hören. Und er würde selbst die Raubzüge des Feindes gegen uns, er selbst würde sie verteidigen. Er würde für uns kämpfen mit seinem Leben. Er würde alles hingeben, damit dieser Raubzug des Feindes von unserem Leben genommen wird. Die Botschaft der Geburt von Yeshua, das ist eigentlich... Eine Botschaft für unsere Herzen. Gott schuf etwas völlig Neues, nie dagewesenes. Er sandte seinen Sohn, dass er für uns Heilung unserer gebrochenen Herzen werden sollte. Sein Licht soll alles Dunkel, alles Unwerte hell machen. Das Volk, das im Finstern wohnt, sieht ein großes Licht sein blut will alle sünde bedecken das fehlerlose lamm würde sein blut geben sein heiliger geist will neues auferstehungsleben in uns schaffen er will die wiederherstellung unserer herzen aus allen verletzungen und dem was der feind uns geraubt hat der name einer der namen von jeshua beschreibt seinen charakter sein werk sein wesen eine Bedeutung von diesem Namen ist Immanuel, Gott mit uns. Bevor Jesus auf die Erde kam, wohnte der Geist Gottes im Tempel. Also ihm wurde das Opfer gebracht. Die Menschen mussten Opfer bringen, um rein genug zu sein, um in seine Nähe zu kommen. Im neuen Bund sind wir der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir Jesus als unseren Heiland, als unseren Herrn und Retter annehmen, ist er derjenige, der uns reinigt und der in unseren Herzen Wohnung genommen hat. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Gott ist mit uns. Er ist näher als die Luft, die wir atmen. Und sein Shalom ist mit uns. Seine Freude ist immer bei uns. Seine Macht ist mit uns und sein Sieg gehört uns. Denk dran, dass du Emmanuel dienst. Gott mit uns. Gott ist mit dir. Egal, was jetzt gerade auch deine Situation ist. Der gute Hirte, Immanuel, Gott ist mit dir. Amen und Amen. Yes. Halleluja. Yes. Ja, sehr, sehr cool. Also, das ist ja mit diesem äh, Ekdal, äh, Mikdal, Mikdal Edel, das ist ja, ja wirklich bemerkenswert. Ja, diese Herde, das Opferlamm, das Passalamm, alle diese tiefen Bedeutungen, mich begeistert das alles. Ja. Ja, ja, der Herr ist genau da geboren, wo die Passerlämmer äh, aufgezogen wurden. Das steckt ja genial ja. viel drin. Ich denke, wir werden sowieso noch öfter darauf zurückkommen, weil es wirklich diese tiefe Wahrheit beinhaltet. Und wir wollen das einfach verkünden. Wahrheit verkünden. Halleluja. Halleluja. Okay. Sehr schön. Ja, Sigrid hatte ja hier über unsere Weihnachtskarte gesprochen. Also genial mit nämlich dem Bibeltext Jesaja 9. Jesaja 9, das Volk, das im Dunkeln lebt und so weiter. Also, ähm, wo einfach das Licht aufstrahlt, wo es darum geht, dass der Messias kommt. Und ähm, ich möchte dir diese Bibelstelle einmal vorlesen, und zwar die Verse 1 bis 6. Jesaja 9, 1 bis 6. Und wenn du Lust hast, hol dir gerne deine Bibel dazu, weil wir werden in diesen Text ziemlich tief einsteigen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut, in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Halleluja. Und dann kommen drei Punkte. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Halleluja. Groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Yahweh Zebaotz wird dies tun, des Herrn der Herrscher. Ein super bekannter, super starker Text, wirklich genial. Eine wunderbare, mächtige, messianische Verheißung. Leute, leben in der Finsternis. Denkt mal drüber nach. Sie wohnen in der Dunkelheit. Das ist ihr Lebensumfeld. Das ist das, was sie kennen. Das ist das, wo sie sich drin befinden. Und auf einmal kommt es eben zu diesem Licht, zu diesem Hereinbrechen des großen Lichtes. Und die Folge ist Freude und Jubel. Halleluja. Warum? Weil eben ein Kind geboren ist, ein Sohn gegeben ist. Weil der Messias kommt, weil Gott im fleisch kommt ja gott wird mensch halleluja natürlich die menschwerdung gottes in jeshua hamashiach ist das größte äh, erstaunlichste wunder aller zeiten ja gott der sohn kommt aus der ewigen herrlichkeit der ewigkeit bei gott herein rein in die begrenztheit in die enge dieser gefallenen Schöpfung, in die Begrenztheit dieses irdischen Lebens, zerbrechlich, vergänglich, ja, Fleischer. Er kommt in ein irdenes Gefäß, ja, das Gefäß des menschlichen Körpers. Man sagt ja, dass der menschliche Körper aus den gleichen chemischen äh, Substanzen äh, ja, besteht wie eben Erde. Ne? Er verfällt nach dem Tod wieder und wird zu Erde. Er ist aus Erde gemacht. Und deshalb sagt die Bibel auch immer wieder, beispielsweise auch in 2. Korinther 4, dass äh, wir eben wie ein irdenes Gefäß sind. Ich sag's mal so, wie ein Tontopf. Ein Tonpott steht also für das irdische Leben. Okay, wenn wir uns hier diesen bemerkenswerten Text anschauen, dann gibt es da einige Dinge, die eigentlich stutzig machen, wo man sagt: Ja, was heißt das denn eigentlich? Ja, soweit ist ja alles super, aber dann geht es darum, man freut sich in der Ernte, man freut sich beim Verteilen der Beute. Moment mal, stopp, stopp. Ernte und Beute verteilen eigentümliche Vergleiche, die hier für Freude gebracht werden. Dann wird hier <laughs> gesprochen vom, von einem Joch, von einem Stab, von einem Stecken, ja, dann wird der Stock zerbrochen. Wie am Tag Midians, da geht es um Stiefel, dröhnend stampfen Mantel sogar in Blut gewälzt, das verbrennt alles und dann eben wird uns der Sohn geboren. Was, was will uns hier Jesaja eigentlich sagen? und um was geht es denn hier überhaupt? Wenn man das mal sich ein bisschen distanziert betrachtet, sagt man, auch wenn man das schon oft gelesen hat, Moment mal, hier sind ein paar eigentümliche Dinge drin, nicht wahr? Okay. Der Stab auf der Schulter, erstmal ganz kurz, steht für Herrschaft, für Autorität, die ausgeübt wird gegen irgendjemand. Wir finden beispielsweise in Jeremia 48, Vers 17 die Aussage, wie ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät. Hier geht es also um ein Zepter, hier geht es um Autorität, Machtausübung. Und das Ganze präzisiert sich dann nämlich mit diesem Stock des Treibers. Der Stock des Treibers. Das ist der Antreiber. Und weißt du, man hat ja so das Bild, das alttestamentliche Bild einer Herde und da ist der Hirte da mit seinem langen Stock und der tut so ein bisschen, wenn dann ein Schaf irgendwie aus der Reihe tanzt, tut er das so ein bisschen wieder äh, äh, so zusammentreiben und so weiter. Das ist so mehr ein Lenken das ist nicht das was hier gesagt wird hier ist es ein antreiber hier ist es mehr so ein knüppel mit der er erbarmungslos auf die herde aus tieren oder menschen oder was auch immer eben eindrischt, ja züchtig quält straft nötigt eben schlägt ja seine macht demonstriert ja so richtig erbarmungslos ist nicht wie ein hirte ja sondern eher wie ein skaventreiber einer der diesen stock um das Volk zu unterjochen, und zwar brutal. Deshalb wird ja auch hier von Joch gesprochen, von dieser Last gesprochen, nicht wahr? So, und dieser Knöppel, dieses Zepter, dieses Gerät, um diese ja, Herde äh, zu quälen, ja, das wird zerbrochen. Und dann werden die Menschen eben frei. Halleluja. Das ist das, worum es hier geht. Und das alles findet statt hier in diesem Text, am Tag Medians. Wie am Tag Medians. Hier geht also irgendwie um Media. Hier wird Median erwähnt und offensichtlich setzt Jesaja voraus, dass jeder weiß, worum es hier geht. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, was bitte ist denn der Tag Medians? Was ist denn damit überhaupt gemeint? Was es damit auf sich? Okay. Median, wer oder was ist Median? Schau mal, im Alten Testament haben wir immer wieder verschiedene Völker erwähnt, die so um das Volk Gottes herum waren. Die meisten von ihnen waren feindlich gesinnt. Und die meisten stehen eben tatsächlich für dämonische Kräfte, die dahinter stehen und eben durch bestimmte Dinge versucht haben, das Volk Gottes ähm, ja, eben zu schädigen. Da gibt es beispielsweise Unmoral oder die Amalekiter, die für brutalste Gewalt stehen und so weiter. Und hier gibt es eben auch Median, die Medianiter waren ein Volk, was ja auf der heutigen ähm, äh, Saudi-Arabischen Halbinsel gelebt hat. Gut. Es geht also hier im übertragenen Sinne um dämonische Kräfte. Damals standen hinter diesen Völkern dämonische Kräfte, die im natürlichen gegen das Volk Gottes agiert haben. Heute stehen wir den gleichen dämonischen Kräften gegenüber im Geistlichen. Ja? So David hatte natürliche Feinde, die ihn umbringen wollten. Wir haben geistliche Feinde, gegen die wir zu bestehen haben. Und der Kampf ist ganz genauso ernst und ganz genauso. Gefährlich. Und deshalb müssen wir uns um dieses Thema Median wirklich mal ein wenig äh, kümmern. Median in der Bibel bedeutet Zank, Streit. Das ist die Bedeutung des Namens. Und wenn wir da schauen, dann merken wir, okay, die Medianiter kommen von Abraham. Das war ihr Stammvater. Weißt du. Nachdem Sarah gestorben war, wir lesen das in 1. Mose 25, hat Abraham ja noch mal geheiratet, eine gewisse Ketura, und mit der hat er noch einige Kinder gezeugt und unter anderem Midian. Das war also der Bruder von Isaak, der Bruder von Isaak. Ja, hm. Midian. Daraus ist ein Volk gekommen? Okay. Später lesen wir dann, dass es midianitische Kaufleute waren, die ausgerechnet Josef nach Ägypten verkauft haben. Etwa 400 Jahre später floh Mose aus Ägypten und er kam in das Land Midian, hat dort auch diesen Jetro da, diesen äh, Priester dort in Midian äh, kennengelernt, hat dann seine Tochter geheiratet, Jetro wurde sein Schwiegervater und so weiter. Und irgendwann im Laufe der Geschichte wurden dann die Medianiter zu Feinden Israels. Sie stellten sich gegen das Volk. Und als also tatsächlich unter Mose äh, das äh, Volk Israel dann ähm, ins verheißene Land gezogen ist, da waren es tatsächlich dann schon... Medianiter, die sich dagegen gestellt haben. Wir lesen beispielsweise in 4. Mose 22, dass sie sich dann mit den Moabitern verbündet haben und diesen Bileam auch dort äh, diesen abstrusen Propheten in Anführungsstrichen geholt haben und äh, der Israel verfluchen sollte. Letztlich ist es dann hinausgelaufen, dass er ihn geraten hat, mit Unzucht und Götzendienst die Israeliten zu schwächen. Das führte dazu, dass wir in 4. Mose 25 lesen, dass Gott befiehlt, Medianiter sind Feinde, sind als Feinde zu behandeln. Und so geht es dann weiter. In der Richterzeit agieren die Medianiter als Feinde und unterdrücken das Volk Gottes. Also Midian steht, für eine dämonische Macht, ein dämonisches System, für eine bestimmte Form von dämonischem Vorgehen. Okay, jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer ein, wo wir die Medianiter da finden. Da ist vor allen Dingen sehr bemerkenswert Richter 6. Richter 6, Vers 1 bis 6. Also du hast ja bei den Richtern immer diese Story, das Volk. Hat ein Richter, dann benehmen sie sich gut, kommen irgendwie zur Vernunft und wenn der dann gestorben ist, fällt es wieder ab in Abgötterei und Götzendienst. So war es auch hier. Und dann heißt es hier, die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen Jahwes. Da gab sie Jahwe in die Hand Midians sieben Jahre. Sieben Jahre. Sieben Jahre ist... Eine bemerkenswerte biblische Zahl und sie steht für Vollkommenheit, nicht wahr? Und die Hand Midians war stark über Israel. Vom Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Das heißt, sie haben sich Verstecke gemacht, Schlupflöcher, irgendwie da was ausgebaut, Vorräte, was hingebracht, um da eben äh, sich zu verstecken. Und das geschah, wenn Israel gesät hatte. Dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens. Und sie zogen herauf gegen sie und sie lagerten sich gegen sie und verheerten, sie verheerten den A Ertrag des Landes. Die Midianiter verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig. Weder Schafe noch Rinder, Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. Und jetzt pass auf: so verarmte Israel sehr wegen Midian. Israel verarmte wegen Midian. Und die Söhne Israels schrien zu Yahweh um Hilfe. Medien ist ein dämonisches System. Es ist ein System, was die Ernte des Volkes Gottes rauben will, was den Ertrag der Arbeit des Volkes Gottes rauben will, das Investment. Es will das Volk Gottes schwächen, es will es in Armut bringen, und zwar im Natürlichen wie im Geistlichen. Heute gilt das alles für uns im Geist, das musst du verstehen. Es will es unten halten, runterknüppeln, zermürben, klein halten und dabei noch bestehlen. Also ja. Denk mal drüber nach, wo uns das begegnen könnte heute. Vielleicht kennst du den Begriff einer dämonischen Macht, Spirit of Stagnation, ein Geist der Stagnation. Das ist etwas, was hier Hand in Hand damit einhergeht. Und manche von uns, vielleicht sogar viele, kennen das tatsächlich in ihrem persönlichen Leben. Auch wir selber, wir haben viele Jahre äh, unter so etwas gelitten. Ja, Da ist etwas, was deinen er Ertrag dir raubt. Du arbeitest, aber das kommt irgendwie nicht durch. Du, du hast keine Ernte. Dein Investment, es funktioniert nicht. Das, was du tust, ist irgendwie wie geraubt, wie blockiert. Ja, Das ist tatsächlich ein dämonisches System, was wir die Bibel eben als den Geist oder als Medianiter bezeichnet. Wir sagen der Geist Medians. Der Geist Medians, der das Volk Gottes rauben will, in Armut bringen will, schwach machen will durch diese Raubzüge. Ja. Diese Raubzüge, geistliche Raubzüge, immer Mangel haben, ständig auf der Hatz sein, ständig Übergriffe des Feindes fürchten, ja, alles ohne Ertrag und Erlös und so weiter. Ähm, wenn dich das betrifft, empfehlen wir dir das Buch Der Dienst der Befreiung. Das ist ein Buch, was wir bei uns im Shop haben. Da geht es darum, wie man selber, also selbst äh, gegen dämonische Kräfte äh, agiert, wie man da selber vorangeht. Äh, kannst du dir gerne besorgen. Wenn du merkst, dass das nicht hilft, dann brauchst du tatsächlich Hilfe im Befreiungsdienst mit geschulten Geschwistern, die dir helfen. Denn es ist eine Sache, die dich wirklich dazu bringt, das Leben komplett immer unten, unten, unten zu leben. Und das ist nicht das, was Gott für uns hat. Das ist das, was der Geist Midians uns antun will. Überleg mal, das Volk Gottes, Israel, war im eigenen Land. Im Land der Verheißung, im Land, wo Milch und Honig fließt, im Land, wo Gott völlige Versorgung zugesagt hat. Mitten in ihrem Land waren sie und der Feind kam von außen rein und hat sie in ihrem eigenen Land komplett bestohlen, beraubt und ja runtergeknüppelt. Eigentlich sollte Israel ein Volk sein, was einen Unterschied macht, was ein Zeuge ist für die Versorgung und den Segen und die Güte des Herrn. Und doch in ihrem eigenen Land haben sie sich irgendwo verkrochen, versteckt, verkrümelt ja vor dem Feind, weil der eben zu mächtig geworden war. Das ist nicht das, was Gott ihnen versprochen hatte. Das war nicht das, was das verheißene Land ausmachte. Es kam aufgrund von dieser Übermacht des Feindes, weil sie eben nicht dem Herrn wohlgefällig gelebt haben. Weißt du was? Wenn ich mir so das überlege, so Situation Christenheit in Europa, dann denke ich das ist doch ganz ähnlich das sieht doch genauso aus irgendwie so in der, wenn man sich so überlegt die christenheit arm klein schwach verschreckt ängstlich defensiv so im großen und ganzen angepasst unterwürfig ganz systemtreu man macht das was die welt sagt so wenig was da wirklich aktiv ist, offensiv ist, attraktiv ist, mutig, siegreich vorangehend, ja, wo man das merkt, volle Versorgung, der volle Segen Gottes. Ein bisschen ist es doch so, dass man sagt, hey, es ist doch eine Situation wie damals mit Israel, wo die Midianiter immer wieder ins Land kamen und das Volk Gottes beraubt haben. Also ich sehe da deutliche Parallelen. Der räuberische Geist Midians. Ja, Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben als Christen in Deutschland oder in Europa. Und ja, wie sehr sind wir in der Defensive? Wie sehr sind wir mit so ganz wenig zufrieden, während um uns herum Millionen in die Hölle gehen? So klein, so zerstritten, so auf die eigenen Pfründe bedacht. Ja. Draußen wütet Midian, mästet sich, raubt und schwächt das Volk. Das muss aufhören. Ich möchte dir das mal ein bisschen provokativ wie folgt vorlesen. Und die Hand Midians wurde stark über den Christen im deutschsprachigen Europa. Vor Midian machten sie sich Verstecker und Schlupflöcher. Und es geschah, wenn die Christen im deutschsprachigen Europa gesät hatten, dann zog Midian herauf. Und Amalek und die Sünde des Ostens, die zogen herauf gegen sie, und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes, denn sie zogen herauf und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie, und sie kamen ins deutschsprachige Europa, um es zu verheeren. So verarmten die Christen im deutschsprachigen Europa sehr wegen Midian. Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Vielleicht für dich zu provokativ oder nicht angemessen, aber ich finde, da steckt was drin. Nun berichtet uns die Bibel aber im Buch Richter sehr genau, wie dieser, äh, ja, diese Macht Midians besiegt worden ist. Und die Story ist nämlich das, was wir kennen, Gideon. Gideon war einer, der sich auch versteckt hat, der da irgendwo... In der äh, ähm, Weinkelter unten im, 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 im Tal, da sein Getreide versucht hat, sein Halbreifes äh, da irgendwie zu dreschen und sich ein bisschen was in Sicherheit zu bringen. Gott spricht ihn an, beruft ihn raus, sagt, du bist ein mächtiger Held und er soll losziehen. Und ich sag's mal so, er soll. Den Stecken des Treibers zerbrechen. Der Typ hatte überhaupt keine Peilung erstmal davon, aber wenn wir die Geschichte lesen, ist er jemand, der voller Glauben auf das, was Gott sagt, vorangeht. Äh, spannende Geschichte. Und letztlich kommt es so, dass er eben gegen Midian und die anderen Völker da eine Armee beruft. Und er sagt, wir müssen dagegen aufstehen und wer mit mir ist, der soll kommen. Und es kommen tatsächlich. 32.000 People. 32.000. Noch dazu wahrscheinlich schlecht bewaffnet. Weißt du was? Wenn du das in der Relation zu dem siehst, was die Bibel erzählt, wie die Medianiter kamen, war das lachhaft wenig. Es war wenig. Es war erbärmlich. Ja, da war Midia, äh, äh, Gideon schon mal nicht sehr happy. Und weißt du, was der Herr sagt? Der Herr sagt zu ihm: äh, Weißt du was? Es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Ja, und äh, er schickt alle wieder nach Hause, die irgendwelche anderen Dinge haben oder Angst haben oder sonst was. Bleiben 10.000. Er zählt so, also 10.000. Schock. Ja, jetzt sind es nur noch 10.000. Es ist ja nicht mal mehr ein Drittel. Und weißt du, was der Herr sagt? Hey, Gideon, es sind zu viele. Hier Richter 7, Vers 2. Und Yahweh sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich. Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll dich nicht gegen mich rühmen können und sagen: Meine Hand hat mich gerettet. Hey, Gott sagt, um mir einen gewaltigen Sieg zu verschaffen, wo eindeutig klar ist, dass es um einen Sieg Gottes geht, es sind zu viele. Und das war dieses berühmte Story wo die sich dann da am, am Wasser äh, zu trinken geholt haben und die meisten haben halt mit der Hand geschöpft und manche haben sich hingelegt und da wie so ein Hund mit der Zunge das Wasser geschleckt und das waren die gibt die verschiedensten Überlegungen warum das so gewesen ist im Grunde genommen vollkommen wurscht es waren die 300 People waren übrig geblieben 300 hey weißt du was das ist weniger als ein Prozent von dem was er vorher hatte und das war schon wenig also, ich glaube, dass der Gideon, äh, als er sich diese 300 Leutchen da angeguckt hat, ziemlich ernüchtert war. Ziemlich ernüchtert war. Und es kam noch schlimmer. Es kam noch schlimmer. Gott sagt: Auch weißt du übrigens, wie wir hier in den Kampf gehen? Er sagt: Nimmst du Tonpötte mit, Fackeln mit und einen Schofa. Aha, das war die Bewaffnung. Ey, da war wirklich Glaube notwendig. Das war schon ein Todeskommando, ne? Das war schon sehr speziell. Und weil ähm, Gideon. Dann also wirklich da schon seine Zweifel hatte, hatte er noch mal eine Bestätigung bekommen, hat gelauscht am Heereslager des Feindes und tatsächlich bekam er dort äh, die richtige äh, Bestätigung und ist dann vorwärts gegangen. Hey, das war ein komplett unlogischer Plan, der widersprach gegen jede Kampfkunst. Das war Kriegskunst, das, das war naiv, das war gefährlich, das war Selbstmord, das war Schwachsinn. Und Gott sagt, genauso machen wir es. Es geht um mein Eingreifen um meinen Sieg. Und dann machen sie das. Und sie nutzen das Schofa. Was ist das Schofa? Das Schofa ist eine Waffe im Geistlichen, die wie für ein Ramburg steht. Es wird genutzt, um feindliche Bollwerke zu zerstören. Es ist etwas, was äh, äh, eine gewaltige geistliche Waffe ist. Anders als ein Schwert. ja Also das Wort als Schwert. Das ist einfach etwas, was eine andere Aufgabe hat. Das Schofa. Ne? Wie ein geistlicher Rambok. So und jetzt pass auf, wie das hier mit der Story weitergeht. Richter 7 ab Vers 16. Das wird sehr präzise beschrieben. Und er, nämlich Gideon, teilte die 300 Mann in drei Abteilungen, gab ihnen allen Hörnern in die Hand, leere Krüge, und in den Krügeln waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, äh, seht es mir ab, macht es genauso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Stoße ich ins Horn, ich und alle, die bei mir sind, dann sollt auch ihr ins Horn stoßen und das ganze Heerlager und ihr sollt rufen für Jahwe und für Gideon. Okay? Und Gideon und die hundert Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Also. Mitternacht, man hatte eben die Wachen aufgestellt. ja. So, und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen Schwert für Jahweh und für Gideon. Wir lesen nicht, dass sie ein Schwert hatten. Ne? Das Schwert war ihr Ruf, ihr Wort, ne? ihre Proklamation. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete Yahweh das Schwert des einen gegen den anderen und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh. Und es wurde ein riesiger Sieg. Verstehst du, es war ein extrem großes Heer, es war ein riesiges Heer. Und da waren nur diese 300 Leutchen, die sich im Umkreis um drum rumgestellt hatten, mit großem Abstand. Und auf ein Zeichen hin haben sie ihren Tonpott, wo die Fackel drin war, zerkloppt, die Fackel hochgehalten, das Schofer genommen und geblasen. Halleluja. Das waren die Sachen, die sie getan hatten. Drei Sachen. 300 Leute rings um das Heer herum. Und jetzt war dieser Schofa-Klang und das war wie diese Rambockstöße, die von allen Seiten auf dieses Heerlager eingedroschen sind. Und innen drin brach das komplette Chaos aus und sie haben sich da gegenseitig umgebracht, beziehungsweise sind dann geflohen. Dann lesen wir in Richter 8, Vers 28. So musste sich Midian vor den Söhnen Israels beugen. Halleluja. Und konnte sein Haupt nicht mehr erheben. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Halleluja. Dieser Siegestag, das ist der Tag Midians. Das ist das, worauf Jesaja sich bezieht. Um genau diesen Siegestag, diesen Kairostag, da geht es es ist die zeit der ernte ja und sie behalten ihre ernte die ihnen sonst immer geraubt worden war und nicht nur das sondern sie machen beute weil sie den feind besiegt haben und sie werden frei von der bedrückung des feindes ein echter befreiungsschlag in der tat in der tat der stecken des treibers ist zerbrochen und es gibt ernte und Beute. Genau darauf spielt Jesaja an. Und warum? Weil sie einem menschlich gesehen unlogischen Plan Gottes gehorsam waren und ähm, da reingegangen sind. Ein Plan, der den Verstand beleidigt, aber der dem Herrn wohlgefällt. Eine ganz ähnliche Situation haben wir übrigens bei Josua, bei der Einnahme von Jericho. Ne? Josua 6, Vers 16. Das war ebenfalls ein komplett abwegiger Schlachtplan. Das war ebenfalls Quatsch, da um die Stadt rumzulaufen und da auch nicht kämpfen in dem Sinne, sondern Schofa blasen. Und dennoch, die Mauern fielen ein. Halleluja. Es war ein Plan, der menschlich gesehen auch nicht logisch war. Und genauso hat Gott auch dort den Sieg gegeben. Es war kein militärischer Sieg. Es war nicht wegen ihrer Überlegenheit oder ihrem guten Können oder ihrer dollen Bewaffnung, sondern es war ein Tag, wo Gott den Sieg geschenkt hat und die Feinde besiegt hat. Und alles, was er brauchte, war eine kleine Truppe von Leuten, die gehorsam waren, die hingegeben waren und die bereit waren, einem unlogischen Plan Gottes Folge zu leisten, der eben nicht dem Verstand entsprungen ist. Ein abwegiger Schlachtplan, den sie umgesetzt hat, bei Joshua wie auch bei Gideon. Gott sagt, ihr könnt euch nicht selbst retten. Es funktioniert nicht. Ihr könnt euch nicht selbst retten. Ich brauche eure völlige Hingabe, ich brauche euren Gehorsam und ich werde eingreifen. Halleluja. Das ist der Tag Midian, um den es hier geht. Aber da möchte ich noch etwas ergänzen. Und zwar gibt es da ein interessantes Detail. Ein interessantes Detail finden wir in Richter 7, Vers 25. Und sie nahmen zwei Oberste von Midian, Oreb und Seb, gefangen. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seb erschlugen sie bei der Kälter Seb und sie jagten Midian nach Oreb und Seb. Das waren also Leiter, oberste Herrscher über das dämonische System. Also ich sag's mal ganz platt: Oberdämonen, ja? Hm. Worum geht's hier? Oreb bedeutet Rabe und Seb bedeutet Wolf. Und das sind keine willkürlichen Namen, ja? sondern die stehen genau in diesem Medianding für bestimmte Strukturen, für bestimmte dämonische Systeme, die sich eben im Wesen von Rabe und Wolf erkennen lassen. Ne? Die haben eben Medien angeleitet, gegen das Volk Gottes zu agieren, dass es sehr schwach wurde, sehr arm wurde. Oreb ist es der, das, also der Rabe, der das Gottesvolk erstmal schwächt. Und zwar schwächt, indem er die Christen verblendet, indem er ihnen irgendwas erzählt, er, indem er sie in Blindheit führt, Lügen einflößt. Es ist etwas, was für Zertrennung, für Spott, für Verachtung, für Verleumdung, für üble Nachrede, für Lüge steht, für Unwahrhaftigkeit und für Unreinheit. Wir finden beispielsweise eine Aussage in der Bibel über Raben, finden wir in Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aushacken werden es die Raben. Also etwas, was mit Spott und mit Verachtung zu tun hat. Ja, da kann man das so ein bisschen in die Richtung gehen. Oreb, diese dämonische Macht, wird auf dem Felsen getötet und der Felsen ist natürlich ein Bild für Jesus, für Jeshua. Die Lüge, der Rabe, muss auf der Wahrheit des Felsens zerstört werden. Und weißt du was? Aktuell, jetzt momentan in der Welt, gibt es unvorstellbar viel OREP-Lüge überall um uns herum. Es gab ja den Eindruck, dass die ganze Welt eingehüllt ist wie in einen Mantel von Lüge, von Propaganda, von Manipulation und ja, zunehmend auch von Gedankenkontrolle. Das ist OREP-Lüge. So. Wenn es Oreb gelungen ist, die Christen durch Lüge und durch, was weiß ich, üble Nachrede und 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 zu schwächen, dann kommt Seb. Seb ist der Wolf. Er kommt, um zu zerstören, er kommt, um zu zerreißen, er will auslöschen, er will töten. Und das finden wir nun wirklich oft in der Bibel, beispielsweise im Neuen Testament in Johannes 10, Vers 12. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt und zerstreut sie, sagt Jesus. Oder in Hesekiel 22, Vers 27. Seine Obersten sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie unrechten Gewinn erlangen. Das ist ein interessanter Vers wenn man den mal im übertragenen Sinne versteht. Also auch beispielsweise über ja, Nationen der Welt und die Obersten, die sie leiten. Denk mal drüber nach. Was ich aber interessant finde bei der ganzen Thematik ist noch eine Sache. Und zwar gibt es ja diesen nordischen äh, Hauptgott, Wotan. Beziehungsweise im Germanischen dann Odin oder Thor ist alles das Gleiche, ist nur von unterschiedlichen Stämmen und Regionen unterschiedlich benannt worden. Und dieser Hauptgott, der eben auch hier in unseren Regionen vor äh, dem Kommen des Christentums eben der Hauptgott war, der hatte zwei Begleiter. Nein, falsch. Der hatte mehrere Begleiter. Ja. Und zwar hatte er zwei Raben, die ihn begleitet haben. Die hießen Hugin und Munin, Gedächtnis und Gedanke. Und er hatte zwei Wölfe, die ihn begleitet haben, Geri und Freki, Gier und Fresslust. Der Hauptgott ist mit Rabe und Wolf gekommen. Aha. Es geht hier wirklich, auch im übertragenen Sinne, um unser deutschsprachiges Europa. Es geht um Lüge und Mord. Zuerst wird das Denken beeinflusst und dann mit Lüge vernebelt und dann kommt irgendetwas, was töten soll. Und das ist etwas, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und das war das, was damals auch Medien war. Ja. Interessant ist doch auch, dass dieser Hauptgott, wo dann das war, der Gott der Luft, des Wetters, der Atmosphäre. Ey. Natürlich steht für Satan, absolut. Wir lesen in Fässer 2, Vers 2, dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Berg ist, in den Kindern des Ungehorsams. Jo, da haben wir da schließt sich für mich der Kreis. Die Machenschaften der satanischen äh, Eliten und Kreise, ja, irgendwie wird ihr Einfluss vernichtet werden. Warum? Weil es Christen gibt, Kämpfer gibt, die bereit sind, die unlogischen, menschlich nicht nachvollziehbaren Kampfanordnungen Gottes aufzugreifen und umzusetzen. Weil sie sagen, wir lassen uns nicht länger belügen, manipulieren, unterjochen und berauben. Wir stehen auf, wie damals Gideon aufgestanden ist, und wir gehen einfach mit der Anordnung, wie Gott uns leitet, voran. Ja? So, nicht durch eine riesige Armee, ja, sondern durch eine kleine Einheit von hingegebenen Kämpfern, die bereit sind, drei Dinge zu tun. Ihren Tornboden zu zerdeppern, das Licht hochzuhalten und als Schofer erklingen zu lassen. Ja, wir müssen diese Machenschaften Medians in unseren Ländern überwinden. Der Geist Medians. Wir müssen sehen, dass der Stock des Treibers über unserem Leben zerbrochen wird diese raubzüge was das immer für auswirkungen hat schwäche mangel ausgeliefert sein notbedrängnis krankheit mobbing äh, willkür armut schulden und wie gesagt kein ertrag und kein erlös. dagegen gilt es anzugehen durch diese drei dinge ja durch das zerbrochene gefäß das aufleuchtende licht und den schoferklang. schau mal das zerbrochene gefäß ja das Leben, was hingegeben wird, was zerbrochen wird. Damit das innewohnende Licht, nämlich der Heilige Geist, aufstrahlen kann, muss das eigene Leben hingelegt werden, muss zerbrochen werden. Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir, Sie haben ihn, nämlich den Verkläger, überwunden wegen des Blutes Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und Sie haben Ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das heißt, Sie waren bereit, es zerbrechen zu lassen. Das zweite ist die Fackel, das ist das Licht des Heiligen Geistes, der in uns ist. Schaut doch mal, wie jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, er ist in uns. Ja? Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Licht muss ausstrahlen, es muss aus uns herausfließen, es muss zu sehen sein. Das ist das, was die Menschen sehen wollen. Sie wollen Christus in uns sehen. Sie brauchen nicht uns, sondern sie brauchen Christus in uns. Er muss zu erkennen sein, er muss durch uns sich Ausdruck verleihen, indem wir seine Werke tun und seine Botschaft weitergeben. Und dann das Dritte ist eben der das Schofa, ja der Ramborg, der gegen den Feind agiert und der Feind zerfleischt sich selbst. Das steht für Klang, für Sound, für, für im übertragenen Sinne, das Wort, die Proklamation, die Predigt, die Verkündigung, ja, für Deklaration, für die Stimme, die in Autorität spricht, für Zeugnis, für Bekenntnis und auf jeden Fall für Wahrheit in dieser Welt von Lüge. Wir glauben, dass das Schofa wirklich die Waffe der Endzeit ist, die der Herr uns geschenkt hat. Und für all das braucht es nicht viele zu sein, sondern es geht darum, dass es Leute sind, die ähm, bereit sind, in Mut und in Treue und in Hingabe voranzugehen, in Kampfeswillen und Entschlossenheit. Ja, und die bereit sind zu sagen, egal wie es aussieht, ich tue das, was Gott sagt. Ich tue das, was Gott sagt, auch wenn es unlogisch ist. Auch wenn es unlogisch ist. Und dann greift der Herr ein. Nutzt diese Schwäche, nutzt diese kleine Truppe, und er geht gegen diese dämonischen Systeme an, gegen diese, diesen Feind mit ihrer gigantischen Macht und sorgt dafür, dass sie überwunden werden. Halleluja! Zachariah 4, Vers 6, die super bekannte Bibelstelle Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Jahwe Zebaot. Ja, wc Zebarot ist der Herr der Heerscharen. Das ist immer ein kämpferischer, kriegerischer Ausdruck. Der Herr der Heerscharen. Ich finde das eine bemerkenswerte äh, Geschichte, wie sich das Ganze darstellt. Und alles verbunden mit Jesaja 9, wo es um das Kommen des Messias geht. Ich habe eine Bibelstelle gefunden in 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7. Die trifft diese ganze Situation ziemlich genau. Da heißt es: Gott hat gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Okay. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In dir in deinem Herzen ist das Licht, nicht wahr? Und dann sagt er: Wir haben aber diesen Schatz nämlich den Heiligen Geist, dieses Licht, ja, diese Erkenntnis dieser Herrlichkeit, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Genau, in irdenen Gefäßen, die es hinzulegen gilt. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und das ist genau das, was bei Gideon der Fall war. Der Sieg muss dem Herrn gehören. Es muss klar sein: dieser Sieg ist von Gott. Nicht aus uns, sondern von Gott. Das passt nach meinem Dafürhalten absolut perfekt. Wir müssen dahin kommen, dass wir in der Zeit der Ernte unsere Ernte behalten und dass wir Beute machen von dem, was der Feind noch hat. Es muss dazu kommen, dass wir frei werden von dieser Bedrückung des Feindes, dass es einen Befreiungsschlag gibt, dass der Stock des Treibers wirklich in unserem Leben und in unseren Ländern zerbrochen wird. Ja, das ist so wichtig. Es gibt Grund zur Freude, es gibt Grund zur Hoffnung, weil ein Sohn ist uns gegeben. Halleluja, das Licht kommt. Jeshua kommt. In diesem ganzen Zusammenhang möchte ich nochmal auf diesen Schofa-Einsatz hinweisen am 1. Januar. Das ist etwas, wo wir glauben, was wir wirklich im Geist Veränderung bringen. Ist so unlogisch. Ja, Kommst zusammen, bläst, äh, jubelst, jauchzt und proklamierst etwas. Und für die meisten Menschen ist das sowas von komisch. Aber wir wissen, da steckt etwas drin, was Gott gebrauchen wird, um gewaltige Veränderungen zu bringen. Weil unsere Worte Macht haben und weil das Worte sind der Wahrheit. Halleluja. Herzliche Einladung, da dabei zu sein, als Beter oder auch als Bläser. Ja, Jesaja 9. Was für ein gewaltiger Text. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Ja, du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Jetzt wissen wir, warum da von Ernte und von Beute die Rede ist. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Medians. Halleluja. Halleluja. Das ist alles damit gemeint. Das geht, ist das, worum es geht. Ein gigantischer Befreiungsschlag. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter und das ist auch bemerkenswert. Hier heißt es, denn jeder Stiefel... Der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Was ist hiermit gemeint? Das sind noch zwei wichtige Dinge, die hier zu erwähnen sind. Stiefel. Für mich heute, aus heutiger Sicht, ist der Stiefel die Propaganda das was dröhnend ein marschiert und sagt was Sache ist, was geglaubt wird und was äh, alles andere muss verboten sein, ja. Es ist das was die Wahrheit übertönt, was sich so gigantisch dröhnend da präsentiert. Ja, Manipulation und manche Medien natürlich. Es ist Überbringer von Lüge, es ist Überbringer von diesem Propaganda bösen Falschen Ding. Es ist Oreb. Es ist Oreb, der Rabe, der die Lüge überbringt. Dröhnend daher stampfende Manipulation und Propaganda. Und dann haben wir den Mantel. Der Mantel steht immer für die Übertragung von Macht. Es geht um Position. Ja, ein Mantel drückt eben diese Macht, diese Position aus, die man wahrnimmt. Dämonische Position in dem Fall, Autorität, Mantel. Der Mantel, der da hier erwähnt wird, wird benutzt, um ihn durchs Blut zu ziehen, mit Blut zu besudeln. Ja, weißt du vielleicht, dass satanische Kräfte durch Blut ihre Kraft ziehen? Ihre Macht sind. Deshalb ist es so wichtig, dass immer Blut fließt bei allen möglichen Ritualen und so weiter. Ja? Es gibt Ihrem System Stärke. Im Blut ist das Leben, sagt die Bibel. Deshalb diese Gräueltaten in diesen ganzen Hexerei und, und Satanismus und so weiter. Gräueltaten, es muss Blut fließen. Deshalb Menschenopfer früher. Nur früher. Oder vielleicht auch heute. Es geht darum. Zu töten, zu morden, Blut zu vergießen. Ja, was ist? Der Wolf. Seb. Genau. Hier mit diesem Stiefel und mit dem Mantel knüpft es genau an dieses Ding an. Ja, es geht darum, diese Macht des Mordes und die Macht der Lüge. Und diese Macht, Stiefel wie Mantel, werden verbrannt. Median fällt. Der Stock des Treibers ist zerbrochen. Der Mantel verbrennt und der Stiefel oder die Stiefel verbrennen auch. Ja. Und dann eben tatsächlich diese Aussage, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jo. Man nennt seinen Namen Ratgeber. Ratgeber, weißt du, was da wörtlich steht? Ich frage mich immer, warum die das nicht schreiben, was da wörtlich steht. Aber okay. Wörtlich steht da Planer der Wunder, der Planer der Wunder, starker Gott. Da steht Gott hält El Gibor, das ist das, was da steht, El Gibor, der Vater der Ewigkeit und der Fürst des Friedens, der Sar shalom der Friede Fürst. Bei Luther ist es äh, so übersetzt: Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friede Fürst, Halleluja. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Das ist das Gegenteil von Lüge und Unrecht. Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und dann heißt es da der Eifer. Der Eifer, ja, wird das tun. Der Eifer des Herrn der Herrscher. Hier geht es um was Kämpferisches. Ich habe nachgeschaut. Das Wort, was da steht, da geht es um glühenden Eifer, so richtig brennend. Da geht es um den Eifer Gottes für sein Volk. Und zwar insbesondere in Kampfsituationen. Gott tritt für sein Volk ein. Eifer Gottes, um Menschen zu retten. Deshalb. Deshalb ist der Sohn gekommen. Deshalb ist er in diese Welt gekommen. Das Kommen Jesuas war tatsächlich die Invasion Gottes in diese gefallene Schöpfung. Licht in die Dunkelheit. Halleluja. Licht ist unüberwindbar. Der Sieg ist gegeben. Halleluja. Jesus Christus ist das aufstrahlende Licht. Er kam in diese gefallene Schöpfung. Schwach. Verwundbar als Baby, ja. Er brachte Licht und Erlösung für alle, die ihn anrufen. Und die Bibel sagt: Johannes 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus, er ist das wahrhaftige Licht. Er ist das Licht, um das es geht. Und er, Jesus, hat sein Leben hingelegt, völlig für uns. Sein irdenes Gefäß, sein, entschuldige mal, Tonpott wurde zerbrochen am Kreuz für uns. Hey, das war auch ein vollkommen abwegiger, komischer, nicht nachvollziehbarer, den Verstand beleidigender Plan Gottes. Ein Plan Gottes, der etwas ist, was wir nicht tun konnten, was nur Gott tun konnte. Und das ist etwas, was wir nie uns hätten ausdenken können. Und Gott hat es genutzt. Ja, und da natürlich seine Worte, sie sind ewig. Der Klang, ja, der Sound seiner Worte, da geht es um ewiges Leben, sein Zeugnis, seine Worte, sein Bekenntnis. In Johannes 6, Vers 68 und 69 lesen wir, wo Jesus mit Petrus spricht und Petrus sagt zu ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Halleluja. Merkst du, wie das alles zusammengehört? Merkst du, wie das, dass Jesaja dort auf diese Gideon-Story sich bezieht, dass das voller Inhalt und Sinn ist? Dass es da wirklich um etwas geht, was eine tiefe, wichtige Botschaft hat? Ja. In ihm, in seinem Kommen, im Kommen des Messias liegt der Sieg über alle Macht des Feindes. Der Stock des Treibers ist zerbrochen, der Stiefel ist verbrannt, der Mantel, der Blutbesudelte, ist ein Fraß des Feuers. Midian, Oreb und Seb sind vernichtet. Halleluja. Warum? Weil ein Kind uns geboren ist. Ein Sohn uns gegeben ist und die Herrschaft auf seiner Schulter jetzt ruht. Und man seinen Namen nennt, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Halleluja! Amen! Yes, Amen. Das ist eigentlich die starke Botschaft, dass Gott schwache oder willige man muss eigentlich sagen willige Gefäße das war bei Gideon so das war bei Josua so Hingen das war Hingen. bei Maria so das war bei den Jüngern so das war bei Jesus selber so er war ein Gefäß was willig war das zu tragen was Gott hineingegeben hat Amen. was das ähm, den Kelch nicht zurückgewiesen hat den Gott ihm gereicht hat sondern er hat ihn bis zuletzt dann ausgetrunken. Und das ist das, was den Sieg hervorgebracht hat. Yes. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja. Was für starke Worte, was leuchtet uns da an Licht aus der Bibel entgegen. Ich glaube, wir haben wirklich dir gezeigt, wie begeistert wir sind darüber, was das Wort Gottes in uns aufrichten will, was es in dir, Aufrichten will. Es wird nicht dunkel bleiben Amen. über denen, die in Angst sind. Und es wird auch nicht dunkel bleiben über unseren Ländern. Amen. Egal, was geplant ist. Der Herr weiß, wie er dagegen angehen kann. Yes. Herr, wir danken dir für oh, da einfach das, was du uns schenkst. Wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du gekommen bist als Licht yes. in diese Finsternis hinein. Yes. Und auch wenn die Menschen im dunklen Boden leben, sonst nichts yes. anderes kennen, dass hier unser Horizont ist, du kommst mit deinem Licht. Hey, da kommt Jubel rein, da kommt Freude rein, da kommt Begeisterung rein, da kommt yes. neues Leben hinein. Und diese Mächte der Finsternis, des Raubzuges und dieser Unterdrückung, diese satanischen Kräfte, dieses dämonische Dreckszeug, es wird besiegt. Es wird besiegt wie am Tag media Halleluja. Weil jeshua gekommen ist. Herr, das ist der Grund, weshalb wir im Sieg leben dürfen. Das ist das, woran wir uns festhalten dürfen. Das ist so begeistert. Herr, wir ehren dich. Und ich bete, dass jeder Einzelne sich da anknüpfen kann, anklinken kann und sagen kann, ja, ich brauche in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Job, in meinem was auch immer, Oder in meiner Gesundheit, ich brauche diesen Sieg, dass diese Raubzüge medians aufhören. Ich brauche den Sieg des Herrn. Und ich yes. halte mich daran fest. Egal wie unsinnig der Plan menschlich aussehen mag und gehe mit dem Herrn vorwärts und ich werde mein, äh, mein Terrain hier frei machen. Mein Land wird frei von diesen satanischen Mächten und Kräften und das beten wir auch für unsere Länder hier, in denen wir sind. Wir beten, dass der Zugriff der satanischen Kräfte durch wen oder was auch immer noch so mächtig und übergewaltig da ist, dass der gebrochen wird, weil du... Eine kleine Herde zusammenbringst von entschlossenen Kämpfern, die vorwärts gehen mit dir her und die ihren Tonpott, ihr Leben zerdeppern, das Licht leuchten lassen, das du uns gegeben hast und herausposaunen im Warten des Wortes die Wahrheit, die du uns gibst und die herrliche, das herrliche Evangelium. Halleluja. Halleluja. Ja, es geht alles nur um dich. Es geht nicht um Menschen und dass Menschen groß auskommen, sondern es geht um dich, um deine Herrlichkeit, um die Rettung des kommenden Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Herr, wir danken dir, dass wir diese Botschaft hören können, in dieser Zeit jetzt noch. Lass uns diese Botschaft wirklich tief in uns hineinfallen, verankern. Sie festhalten in uns Herzen, dass wir als willige Gefäße von dir gefunden werden, damit du deine Herrlichkeit in uns eingießen kannst, damit du deine Pläne und Absichten in uns hineingeben kannst, damit das, was du geplant hast, wirklich hervorkommt. Herr, wir wollen nicht zurückhalten, sondern unser Leben dir geben, als ein williges Opfer. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was für ein Wort, was für eine Gnade. Herr, wir preisen und ehren dich. Yes. Hallelujah. yes Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Yes. Wir wünschen dir für diese Festtage jetzt diesen tiefen Schatz in deinem Herzen zu bewegen, dass du. Jubelst darüber, dass du dich freust, Freudig, dich, Tochter Zion, juble laut, denn dein Retter ist gekommen, dein Retter ist geboren, jeshua HaMashiach, und er wird wiederkommen als König in Herrlichkeit, siegend, um siegreich zu sein. Halleluja, Amen. Amen. In diesem Sinn, sei gesegnet, sei bewahrt in ihm. Jesus ist geboren, er ist der Grund, Unsere Hoffnung. Und halt. Ja? Nächsten Freitag sei dabei, weil dann geht es nämlich um diesen Chopa-Einsatz am 1.1. Okay. Okay, also dann Aber jetzt. jetzt trotzdem. Ciao, Und das wäre für dich. Blessings. Shalom.